Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Darksiders 2. Ja, der Archon hat uns ganz schön an der Nase herumgeführt. Nicht nur, dass er in Wirklichkeit für das ganze Massaker unter den Engeln verantwortlich ist. Er ist sogar auch derjenige, der die ganze Zeit den Schlüssel bei sich hatte. Und er hat auch noch uns den Stab von Arafel von der Erde zurückholen lassen, den er jetzt wahrscheinlich ohne jedwege Hemmungen gegen uns einsetzen wird. Miese Sau. Den Auserwählten des Lichts. Alter, was? Warum hast du dich jetzt gerade in deiner Stimme um ein paar Tonlagen vertan? Davon abgesehen, wieso krieg ich jetzt gar keinen Schaden bei ihm rein? Was soll das? Was sollte das? Ach so. Yikes. Bist du bescheuert? Okay, jetzt kann ich aus irgendeinem Grund Damage bei ihm machen. Moment. Alter. Wie ich diesem Angriff ausweichen kann, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich werde den Todesgriff bei dem Typen benutzen. Okay. Ah, dumm. Ich habe R2 statt R1 genutzt. Schlecht. Also. Okay. Weg. Eieieiei, das kann ja heiter werden. Bei dem Typen kann ich ja kaum Schaden machen, bevor er wieder die ganze Zeit am Blocken ist. Aber mit Hilfe des Todesgriffs bin ich in der Lage, sehr schnell wieder zu ihm zu kommen und ihm schnell ein bisschen Damage reinzuwirken. Ich glaube, den Rest der Zeit sollte ich ihn lieber auf Distanz halten. Wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein sehr, sehr langwieriger Kampf. Oh Gott. Da habe ich zu spät angefangen auszuweichen. Alter, ernsthaft? Miese Sau! Ah, schade. In der Luft kriege ich ihn auch nicht. Das kann doch auch nicht sein, dass ich ihm so extrem wenig Damage mache. Ernsthaft? Danach kommt er direkt wieder in den Himmel. Mist. Alter, soll ich ihn jetzt die ganze Zeit beballern oder was ist hier die Strategie? Ey, ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, ich komme schneller bei ihm voran, wenn ich ihn die ganze Zeit nur aus der Ferne beballere. Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein. Weil im Nahkampf mache ich dem auch so gut wie gar keinen Schaden. Uffa. Jetzt darf ich erst einmal hier wieder die ganzen Cutscenes überspringen. Ups. Ja, ist ja gut. Ah,
Dann mache ich dem auch so gut wie gar keinen Schaden. Verdammt. Ja, Todesgriff ist das Einzige, was mir hier jetzt einfällt. Aber guckt euch an, wie unfassbar wenig Damage ich auf diese Weise mache. Nein, nein, nein. Gerade noch so geschafft. Was für Weise. Der Sündenlohn ist der Tod. Ach, halt den Mund. Dann müsstest du ja als nächstes den Tod bekommen. Ne? Auf jeden Fall ein sehr, sehr langwieriger Kampf. Bin ich dumm? Oh, scheiße. Auf diese Weise. Es läuft auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen besser. Meine Lieferfähigkeit scheine ich jetzt auch zu einem besseren Zeitpunkt gezündet zu haben. Dass er bei jedem Block auf die Zeit unbedingt verlangsamen muss, finde ich auch scheiße. Ey, was ein Nervbolzen. Nein, nein, nein! Oh. Gerade, ey. Das war jetzt knapp. So, komm jetzt. Der Sündenlohn ist der Tod. Hol meine Hand, oh Schöpfer. Okay, jetzt muss ich schon umschalten auf meine Schusswaffe, glaube ich zumindest. Ah, vielleicht. Ah, Moment, vielleicht sollte ich ihn in zu dem Zeitpunkt packen, wenn er gerade seinen Angriff in der Luft auflädt. Ich glaube, dann wäre ich in der Lage, ihn zu erwischen. Ja, okay, da war ich jetzt zu spät dran oder zu früh dran gerade. Aber kurz bevor er seinen krassen Move da macht, dann scheint sein Schutzschild ja zu verstümmeln. Jetzt. Sehr gut, ich bin sogar in der Lage, durch die Luft auszuweichen. Das ist natürlich perfekt. Das Licht schaut dich an. Was ist das? Jawohl. Alter, das war jetzt knapp. Ich habe keine Ahnung, wie viel Damage dieser Angriff macht. Ich will es aber natürlich auch gar nicht rausfinden. Dumm. Das Licht kann dich an. Ja, ja, das Licht. Immer das Licht. Gott, ey. Dass ich immer diesen
Nein! Ah, dumm. So. Wenn ich ein bisschen mehr Abstand von ihm nehme, dann bin ich auch in der Lage, seinen Projektilen besser auszuweichen. Aha! Komm jetzt! Ah ja, Kreis! Komm! Zweite Phase. Das wird ihn bestimmt nicht umbringen, aber... Ey, geil! Weg mit den Flügeln! Geht doch! Ich fürchte das Böse nicht! Oh, ja, 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 ja. Okay. Okay. Er scheint noch dasselbe Attacken-Moveset von vorhin zu haben. Aber das wird er wahrscheinlich nicht ewig haben. Alter. Alter. Okay, jetzt macht er da sogar noch einen dritten Angriff hinterher. Nein! Der Sündenlohn ist der Tod! Nein, nein, nein! Okay. Wenn er seine komische... Nein, 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 dumm, dumm, dumm! Oh. Shit, das war knapp. Allzu gut. Nein, dumm, dumm, weg, weg, weg. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Runter, zurück, zurück. Okay, jetzt habe ich einen ziemlich guten Flow. Ich darf nur nicht nachlässig werden. Ah, dumm, dumm. Ja, das war jetzt blöd. Okay, gleich sollte ich auch noch einmal meine Reaper-Fähigkeit zünden. Komm schon! Scheiß drauf. Jetzt nur einmal ordentlich Damage austeilen, solange ich es noch kann. So. Hat nochmal ein bisschen was gebracht, nicht so viel wie bei anderen Bossen, aber mein Gott, muss ich mit klarkommen. Ja. Okay. Hey. Boah. Hat er mich erwischt, Mann? Okay, alles gut, ganz ruhig. Ich habe ihn fast. Was macht er denn jetzt? Gar nichts oder was?
Ich habe... So. Jetzt war es mir ehrlich gesagt zu riskant. Da musste ich meinen letzten Heiltrank nehmen. Sorry. Dass er jetzt die Angriffe ernsthaft erst dann ausführt, wenn ich nah an ihm dran bin. Was ein Sack. Shit. Er ist auf jeden Fall cleverer geworden, habe ich zumindest das Gefühl. Halt die Klappe! Ja? Stirb, damit du wiedergeboren werden kannst! Wie jetzt? Alter, der hat Verderbnisflügel? Shit! Na. Nein! Shit. Drecksau. Mein Gott, ey, was dauert dieser Kampf lange? Oh. Mein Pet ist schon komplett verschwitzt. Sorry Leute, ich muss jetzt gerade meine Hände und das Pad so ein bisschen abwischen. Mein Gott, ey, der Kampf, der dauert jetzt viel zu lange und ich will es nicht verkacken, weil ich irgendwo beim Pad ausrutsche auf einmal. Ich bin jetzt so weit gekommen und dieser Bosskampf dauert mir echt zu lange. Ich will es nicht nochmal machen müssen. Bitte nicht. Zum Glück scheint er seinen Attacken-Moveset nicht allzu oft oder allzu viel zu ändern. Das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil, den ich nutzen sollte, solange es noch so bleibt. Nicht, dass auf einmal irgendwann sein Attacken-Moveset doch krass geändert wird. Wenigstens macht er jetzt nicht mehr diese komplette extreme Flugphase, wie er sie das letzte Mal gemacht hat. Diesmal scheinen seine Flugangriffe sich nur auf diesen einen Dash zu beschränken und das war es dann auch. Ah, shit. Aber das bisschen Schaden, das ich durch die paar Angriffe kriege, die mich erwischen, kann ich ja zum Glück noch kompensieren, indem ich eben mich schön dadurch heile, indem ich ihnen Schaden zufüge. Yikes! Ah, das war doof. Okay, jetzt Reaper-Fähigkeit ist perfekt. Mist. Yikes. Was habe ich denn jetzt versucht? Okay, scheiß drauf. Reaper-Fähigkeit zünden. Wenn ich sie schon habe, dann nutze ich sie auch. Go, go, go. Nein, 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 nein. Ey, ich hab ihn doch fast. Das kann doch echt nicht sein. Wie lang dieser Kampf dauert. Komm schon. Ja, Kreis. Ja, fick dich. Komm schon. Schöne Exekution jetzt. Bitte.
mit seinem dreckigen Stab von Arafel. Alter! Muss ich jetzt noch ein Quicktime-Event machen oder nicht? Tot, Alter! Mit der Mega-Reaper-Sense! Yes! Yes! Ah, oh, wir haben es geschafft! Oh. Fuck yeah! Oh, was war ich nervös! Oh, was war ich nervös! Und ich bekomme die Trophäe gestutzte Flügel. Ja, bitteschön. Meine Güte, ey, der Kampf hat so lange gedauert, ich wollte es echt nicht verkacken. Und Gott sei Dank habe ich diese Engelsrüstung gehabt, diese Todesengelrüstung und die Sensen. Ich glaube, ohne die hätte ich den Kampf verkackt. Von daher, sehr schöne Aktion von dem Spiel, dass es mir vor diesem Bosskampf diese Rüstung und diese Waffen anvertraut hat. Oh boy. Ich meine, ich musste sie schon so ein bisschen finden, also sie lagen ja nicht gerade auf dem Weg, aber trotzdem. Puh, waren auf jeden Fall sehr, sehr gern gesehen und eine sehr große Hilfe. So, neue Kampagne, Arguls Grab freigeschaltet. Durch einen Verrat des Fürsten der Knochen wurde Argul Opfer eines Umsturzes. Sein Reich wurde aus dem Königreich der Toten verbannt, wodurch er nicht mehr auf seine Kraftquelle zugreifen konnte. Der Ort, an dem sich diese Quelle befindet, blieb verschollen bis heute. Du kannst über. Mal wieder unvollständiger Text. Aber Argul, war das nicht der Name von dem abgesetzten König? Vor allen Dingen, dieses ganze Eis, das sieht ja so aus wie die Arena, wo ich den abgesetzten König bekämpft habe. Engelsschlüssel, yes! Dieser heilige Schlüssel gewährt Zutritt zum Quell der Seelen. Und noch irgendeine legendäre Waffe? Der Stab von Arafel zum Beispiel? Dem Archon gestellt. Zum Krähenvater zurückkehren. Wie? Ich meine, klar, ich kann Schnellreise aktivieren, aber sagen wir jetzt mal, ich wäre dazu nicht in der Lage, weil ich gerade nicht dran denke. Bin ich vielleicht in der Lage, noch einmal mit dem Hippogreifen irgendwie zurückzufliegen? Oder Hippogryph, ich weiß nicht mehr, wie die Viecher hießen. Oder nee, Engelsbestie, was denke ich an Hippogreifen? Engelsbestie. Naja, ich glaube, der einzige Weg hier wegzukommen liegt tatsächlich darin, per Schnellreise hier wegzugehen. Hier scheint auch nichts auf dem Boden rumzuliegen, was man sich noch von dem Archon hätte krallen können. Also was er vielleicht gedroppt hat. Offensichtlich hat er gar nichts gedroppt. Der Arschloch. Das Arschloch. das Arschloch. Deutsche Sprache Arsch schwer. Naja. Oh. Auf jeden Fall ein sehr langer Bosskampf und für den habe ich am ehesten erwartet. Ich meine, klar, der Bosskampf gegen den Schreiber, der war quasi kurz davor. Von daher, war jetzt auch nicht so krass. Oh, was haben wir hier? Ach, auf die Erde könnte ich theoretisch auch nochmal separat. Ach, das ist ja geil. Das ist mir gar nicht aufgefallen, hier unten rechts die Ecke. Nice. Witzig. Ja, das Third-Person-Shooter-Level noch einmal besuchen, warum nicht, ne? Aber nee, erst einmal können wir zum Krähenvater zurückgehen. Bevor ich das tue, würde ich allerdings gerne die Aufnahme sichern. Nicht, dass am Ende irgendwas schief läuft. Gut, ist gesichert. Ich werde jetzt nur noch einmal zu dem guten Krähenvater rübergehen. Und die Quest erledigen. Ich habe den Engelsschlüssel. Dann nähert sich deine Aufgabe langsam ihrem Ende. Ich kann den Weg öffnen, Tod. Aber du musst den anderen Schlüssel finden. Den Dämonenschlüssel. Mhm. Ja. Geh leichten Fußes. Dort gibt es nichts als Schatten. Da bin ich jetzt gespannt darauf. Weil ein Höllentrip durften wir in dem ersten Teil ja gar nicht machen. Von daher, es interessiert mich jetzt sehr, wie das Design der Hölle aussieht. Das hier ist ja, das hier liegt zwar in der Welt der Engel, aber ist scheinbar eher so eine Art Randgebiet. Merkt man ja auch daran, dass die eine Stelle, wo der Archon über den Schlüssel gewacht hat, ja auch eigentlich nur ein Außenposten war.
und außerhalb der weißen Stadt lag. Von daher, ne? Oh boy. Ich dachte, jetzt würde eine längere Cutscene folgen, ehrlich gesagt. Naja, gut. Wisst ihr was? Die Dämonenwelt werden wir uns auf jeden Fall im nächsten Part angucken. Für diesen Part würde ich erst einmal sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen, Leute. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr es schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!